Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Killing in der Nacht für Das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulisse Spiele. Viel Spaß! Das Abenteuer beginnt im hohen Norden, und zwar so hoch im Norden, wie es nur irgendwie geht, ohne den Kontinent zu verlassen. Warum sind Sie da? Warum kommen Sie dahin? Ja, das ist so ein bisschen Aufgabe des Spielleiters, sich auszudenken mit seiner Gruppe, warum Sie dahin wollen, warum Sie dahin aufgebrochen sind. Es werden wie immer ein paar Tipps gegeben, warum Sie denn nach Frisov gegangen sind, aber ganz generell beginnt es erst einmal da. Die Charaktere bekommen ein paar Einstiegsszenen, um mit der Stadt warm zu werden, um ein paar Leute kennenzulernen, vielleicht auch so mal ein paar Bindungen aufzubauen, um einfach, ja, sowas wie so eine kleine emotionale Bindung aufzubauen, um zu lernen, ja, was denn in Frisov überhaupt so ein bisschen los ist. Und dann geht es relativ schnell los. Die Stadt wird, ohne einen expliziten Grund angegriffen, und zwar nicht von irgendwelchen Eisbarbaren, nicht von irgendwelchen Firnelfen, nein, von schwarzen Nachtalben, beziehungsweise Chakagra, wie sie auch genannt werden. Und die tauchen dann mit ihren schwarzen Endurium-Rüstungen auf und sind dann im Angriff auf diese 300-Seelen-Gemeinschaft. Warum sie das tun, wird erst einmal nicht wirklich offenbart. Bevor wir allerdings uns weiter diesem Angriff kümmern, gibt es natürlich auch noch mal so etwas wie eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte über die Chakagra, eine Vorgeschichte zu deren Entstehung. Das sollte natürlich klar sein. Man muss natürlich wissen, wo jetzt diese Nachtalben herkommen. Die wurden damals eingeführt in der Filiasson-Kampagne von Bernhard Hennen, was ja auch aktuell in einem Roman noch ein weiteres Mal neu aufgelegt wird. Da allerdings noch ein bisschen umgeschrieben, ein paar andere NPCs reingebracht. Aber ganz generell werden sie oder wurden sie damals, vor über 25 Jahren, wurden sie dort eingeführt. Sie haben mit den Firnelfen selber so gar nichts zu tun, beziehungsweise sehr wenig. Padonna hat, nachdem sie selber von Pyrdakor erschaffen wurde, selber so ein bisschen den Drang in sich gespürt, ein paar Lebewesen zu erschaffen, und hat dann in einem großen urzeitigen Kessel ein paar von diesen Nachtalben erschaffen. Die sind dann vom Namenlosen stark korrumpiert. Und zwar so sehr, dass sie sich jetzt dann auch sogar gegen ihre eigene Herrin gewandt haben. Es gab dann so ein paar Zersplitterungen, es gab einige Feindschaften, und naja, nicht alle der Chakagra sind sich dann auch ganz grün, sodass dann einige auch ausgezogen sind, haben dann den Himmelsturm verlassen. Wer etwas zu den Hintergründen der Filiasson und der Chakagra dort im Turm erfahren möchte, der müsste sich dann einmal eine Rezension zu Filiasson ansehen oder eben die Kampagne lesen oder spielen. Das werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Ja, nachdem, wie gesagt, diese Nachtalben dann aus dem Himmelsturm ausgezogen sind, haben sich in einer eigenen Stadt unterirdisch so ein bisschen umgesehen, sind sie jetzt zu dem Schluss gekommen, dass Padonna, die sich selbst als Göttin hat verehren lassen, doch gar nicht so sehr das große Ganze sein kann und dass der Namenlose dann doch etwas mehr Einfluss hat. Sie haben den Stimmen von ihm zugehört und sind daraufhin dann losgezogen mit ihren Eisseglern, haben die, ja, Untermeeresfläche verlassen, sind dann nach oben aufgebrochen und möchten jetzt im Namen des Namenlosen, das die Menschheit terrorisieren und ja, Schrecken verbreiten, weil sie eben böse Elfen sind. Eine größere Motivation des Ganzen gibt es eigentlich so gar nicht. Zumindest ist das so ein bisschen der Hintergrund, warum sie jetzt auf ihren Eisseglern die Menschen angreifen. Dabei töten sie nicht jeden einzelnen der 300 Leute, sondern verhören unter anderem eine ganze Menge Leute, möchten erfahren, wo denn jetzt hochalbische Stätten hier sind, die man dann auch angreifen könnte, die man dann vernichten kann, wo man dann ein paar Geheimnisse erkundschaften kann, wovon die Menschen natürlich eigentlich keine Ahnung haben. Aber es wird so ein bisschen dann eben befragt, und sie versuchen so ein bisschen herauszufinden, was jetzt mit dieser oberirdischen Welt so alles los ist. Sie waren noch nie hier oben, sie kennen die Sterne nicht, sie kennen andere Götter nicht und versuchen das alles so ein bisschen nachzuvollziehen, versuchen sich so ein bisschen einen Reim auf die Menschen zu machen, damit sie dann eben auch ihren Gegner, den sie in Zukunft häufiger angreifen wollen, einschätzen können.
Die Helden können dabei selber befragt werden, wenn sie im Kampf unterliegen, oder aber wenn sie irgendwo versteckt herumlaufen oder sitzen, könnten sie eben dann auch mitbekommen, wie andere Leute befragt werden und werden dann so ein bisschen schlauer, bekommen so ein bisschen mehr den Hintergrund mit, wo die jetzt eigentlich herkommen. Am Ende des Ganzen sind wohl 150 von diesen 300 Leuten tot. Die Stadt bzw. dieses Dorf mit den 300 Einwohnern ist niedergebrannt und man muss jetzt natürlich flüchten. Um einen herum nur das ewige Eis. Da sucht man dann natürlich auch nach so etwas wie einer Bleibe, die einen aufnehmen kann, die einen über den Winter ernähren kann und die einem auch Schutz bietet vor eventuell weiteren Angriffen. Das ist so ein bisschen die Essenz von diesem allerersten Abenteuer. Das ganze Abenteuer bzw. diese kleine Mini-Kampagne ist dann aufgeteilt in drei verschiedene Szenarien. Und dieses hier ist dann eben das erste, wo dann um Friesow gekämpft wird. Das zweite Szenario behandelt dann die Nächte im Eis. Man kann natürlich nicht in einer zerstörten Stadt bleiben, wenn die Vorräte geplündert sind, dann ja, muss man sich eben um eine andere Bleibe bemühen. Und so ziehen dann die Überlebenden aus in verschiedene Richtungen. Die Helden sollten sich jetzt denen anschließen. Das wäre zumindest für den Verlauf dieser Kampagne wichtig, wenn sie nicht ihre eigenen Wege gehen, sondern wenn sie sich dazu verpflichten oder sich dazu verpflichtet fühlen, mit diesem Exodus dann in Richtung einer weiteren großen Stadt im Norden zu ziehen und nicht einfach, ja, zu sagen, das Abenteuer ist jetzt für mich zu Ende, schön, dass wir gekämpft haben, ich gehe wieder nach Süden in Richtung Gareth, da wo es in Anführungsstrichen warm ist. Auf dem Weg in Richtung, ja, eigentlich Glynthafen, einer anderen Hafenstadt, könnten sie ja verschiedene Szenarien im ewigen Eis erleben, ein paar Zufallsbegegnungen, aber unter anderem dann auch einige wichtige Plottelemente, wo dann andere Charaktere vorgestellt werden, wo dann Nebelerscheinungen gezeigt werden, die dann den Helden helfen, die so ein bisschen was über Hochelfen und Firnelfen und die Schakale, also die Nachtalben, verraten. Man kann dann auch einem Rondra-Tempel begegnen, der ist irgendwie, ja, so ein bisschen entrückt, möchte man meinen. Der ist auf einem Felsplateau aufgebaut und nur wer wahrhaft an diese Göttin glaubt, an Rondra und die Reue, der kann dann diesen Tempel auch finden. Ansonsten läuft man dran vorbei. Ja, man bekommt auch da wieder ein paar Informationen. Letztendlich kann man dann aber auch, nachdem man mit dem Rondra-Geweihten gesprochen hat, in Richtung Glynthafen, ja, weiterziehen und das dann auch erreichen. Ja, wenn man die Überlebenden hierhin gebracht hat, könnte man sich doch eigentlich zurücklehnen und entspannt ausruhen, aber so einfach ist es nicht. Man erwartet natürlich von den Helden, dass sie dann auch recherchieren, dass sie versuchen, weitere Angriffe zu verhindern und dadurch, dass Glynthafen eine Bibliothek hat, könnte man dort ja nachsehen, beziehungsweise in den Archiven. Und ja, während sie das eigentlich tun, um so ein bisschen herauszufinden, was über die Chakagra bekannt ist, es gibt, wie gesagt, ein paar Aufzeichnungen von der Filiason-Expedition, da gab es ein paar Überlebende und die haben davon berichtet. Es ist also eine vernachlässigte Gefahr, aber sie ist schon irgendwie bekannt, dass es so etwas gibt. Ja, wenn Sie dann unten in den Archiven sind, dann finden Sie heraus, dass es wohl Chimärologen in dem hohen Norden gab. Und zwar nicht nur einen, sondern eine ganze Menge. Die standen dann auch im Briefkontakt miteinander. Es gibt da ein paar Namen. Abdul El-Mazar ist auch ein Veteran aus der Filiason-Kampagne. Das ist, wie gesagt, einer derjenigen, die das Ganze überlebt haben oder überlebt haben könnten. Und auch einen Zurbaran, der Zurbarans Elixier erschaffen hat. Die DSA-Veteranen werden ihn kennen. Ja, Sie können dann diese Briefe sich ansehen, können so ein bisschen herausfinden, was hier im hohen Norden vor vielen Jahren mal geschehen ist. Und während Sie das tun und diese Briefe lesen, kommt es zu einem weiteren Angriff. Und zwar möchten die Chakagra jetzt auch in diese Bibliothek einbrechen. Woher auch immer Sie das wissen, warum auch immer Sie diese Schriften lesen können, zumindest haben Sie jetzt den Drang und möchten diese Chimäre, die Zoberan erschaffen hat,
möchten dann die Briefe lesen, möchten dann diesen Aufenthaltsort der Chimäre in Erfahrung bringen und für sich und ihre Angriffe nutzen. Das heißt, während die Charaktere dann diesen Brief lesen und dabei sind zu recherchieren, kommt es zu einem weiteren Angriff und ganz Glyndhafen wird eben auch angegriffen. Es gibt natürlich ein paar Ablenkungsmanöver. Ziel des Ganzen ist es eigentlich, diese Schriften ja zu bekommen und dann den Aufenthaltsort der Chimäre zu erfahren. Woher auch immer Sie jetzt diese Kuslinger Zeichen oder das Bosporano lesen können, aber das ist so das Ziel. Den Charakteren ist dann klar geworden, nachdem sie ein bisschen erfasst haben, was die Nachtalben eigentlich wollten, können sie dann eben auch zu dem Schluss kommen, dass es um die Chimäre geht und reisen dann diesen Nachtalben hinterher, um zu verhindern, dass sie die Chimäre bekommen, falls sie denn noch irgendwo lebt. Das heißt, sie reisen zum Blauen See, wo sie ein paar Yetis begegnen, die sich ihnen anschließen. Das sind dann nette Eisschrate, die ihnen helfen und die sich dem gerechten Kampf anschließen. In der Stadt Frigorn am Blauen See können Sie dann das alte Haus von Zurbaran entdecken und dort finden Sie dann auch weitere Hinweise zu der Chimäre und wie man die Kontrolle über sie erreichen könnte. Das ist eine Melodie, eine Zaubermelodie, mit der man dann singen kann, um diese Chimäre für sich kämpfen zu lassen. Aber da die Helden Helden sind, wollen sie diese Chimäre natürlich nicht benutzen, und selber kontrollieren, sondern einfach nur umbringen, damit die, ja, Chakagra sie nicht benutzen können. Sie versuchen dann also so ein bisschen, nachdem sie diese Melodie bekommen haben und es einen weiteren Angriff der Chakagra gab, wo auch immer her die jetzt kommen, können sie am Blauen See dieses Biest finden und angreifen, beziehungsweise kurz bevor sie es erreichen, gibt es wieder einmal einen Angriff der Chakagra und diese wollen dann die Chimäre unter ihre Knute zwingen. Da gibt es dann so ein bisschen eine Rangelei. Alle versuchen gegen diese Chimäre zu kämpfen. Natürlich bekämpft man sich auch untereinander, sodass es dann zu einem Parteienkrieg kommt. Die Chakagra gegen die Elfen, gegen die Chimäre. Und wenn man nicht genug hat, dann kann man auch noch irgendwelche anderen Yetis mit reinbringen. Die Yetis und die Eisharpyien, die dann auch irgendwo noch rumfliegen, die könnten dann eben noch eine vierte und eine fünfte Partei sein, wenn man das den Helden besonders schwer machen möchte. Hoffentlich können die Helden dann dieses Monstrum besiegen, töten, damit die Chakagra dieses Monster nicht im Endkampf benutzen können. Falls das doch der Fall sein sollte, dann wird das Finale umso schwerer. Nachdem diese Episode zu Ende ist, kommt es ja zu einem Sammeln von Verbündeten. Sowohl auf Seite der Chakagra, die bemühen sich jetzt in allererster Linie darum, dass sie ein Artefakt bekommen, in die Hände bekommen von einem Dämon, einem namhaften Dämon, den sie dann zusammen mit dieser Chimäre in einen Kampf führen wollen. In den Kampf gegen die Menschen, gegen die zivilisierten Völker. Das heißt, sie selber sind auf der Suche nach einem Artefaktstab, mit dem sie dann diesen Dämon kontrollieren können. Die Helden derweil bekommen Kontakt mit den Nivesen, die hier auch irgendwo rumlaufen. Und zu meiner großen Freude gibt es eine weitere Veteranin aus der Finjasson-Saga, und zwar Fanta, die Jägerin. Das ist eine Nivesin, die ja damals der namenlosen Sieche anheimgefallen ist. Die konnte allerdings dann auch gerettet werden, ist seitdem vernarbt und immun gegen die Zorganpocken. Und die kann dann auch eine ganze Menge über die Filiasson-Saga erzählen, über die Chakagra, die sie damals im Himmelsturm getroffen haben und das mit ihrem Stamm der Sairan-Hocke-Gruppe sich den Helden anschließen. Zudem kann sie einem der Helden offenbaren, dass er wohl verflucht wurde. Ein Wind aus den Niederhöllen hat sich wohl über ihn gelegt und das könnte man jetzt heilen, indem man zu einer hochelfischen Stätte gelangt und sie kennt den Weg und kann dann eben diesen Helden davor bewahren, dass er jetzt in dem ewigen Winter wahnsinnig wird, nach draußen in den Schnee rennt und dann erfriert. Das heißt, man sammelt eben nicht nur Verbündete, sondern kann eben auch noch dann den Dämon, der sich übereingelegt hat, dann vertreiben. Nachdem Fanta dann gemeinsam mit den Helden zu der hochelfischen Stätte gegangen ist, kommt es dort zu einer Begegnung mit einer Chakagra-Verräterin. Das ist eine Hochelfin, die ja so ein bisschen den Namenlosen angezweifelt hat
und jetzt auf der Suche ist nach ihren eigenen Göttern. Die möchte mit den anderen nichts zu tun haben. Ihr Vater ist darüber gar nicht so sehr besonders erfreut und hat dann eben auch den Mord seiner Tochter in Auftrag gegeben. Das heißt, eine Chakagra, die dann von einem anderen Murchler-Chakagra angegriffen wird. Die Helden müssten das verhindern. Das wäre zumindest schön, damit sie eine weitere Verbündete in Form dieser Kydaka-Eisblüte bekommen. Diese neue Verbündete, wenn sie dann überlebt hat, kann dann den Helden auch erzählen, dass es dann gerade eine Jagd nach einem Artefakt gibt und die Helden könnten dann aufbrechen, um die Chakagra zu beeinflussen und dieses Zepter dieses Dämons dann an sich bringen. Das ist zumindest so die Überlegung, die dann die Helden anstellen können. Und wenn sie Helden sind, dann tun sie das natürlich auch und versuchen, den Namenlosen ins Süppchen zu spucken. Es kommt dann unter der Wasseroberfläche zu einem Kampf, wo man gegen weitere viele Nachtalben kämpfen darf. Am Ende hat man dann hoffentlich diesen Stab, dieses Artefakt, an sich bringen können, damit die Chakagra den Dämon nicht rufen können und man sie empfindlich geschwächt hat. Und damit beginnt dann eigentlich auch der dritte und letzte Teil dieses Abenteuers. Nachdem man Verbündete gesammelt hat und die Chakagra hoffentlich so ein bisschen gestört hat, zieht man in das Kaiser Gerbald vor ein, wo es dann zu einer letzten Konfrontation kommt. Man kann dann, ja, wie gesagt, alle seine Verbündeten, die man unterwegs gesammelt hat, also die Nivesen, der Sairan Hocke mit Fanta, man hat dann noch vielleicht ein paar Yetis, vielleicht könnte man auch noch ein paar Fjaninger oder sowas mit einbeziehen. Das ist hier zumindest nicht im Abenteuer drin, aber die könnten auch irgendwo rumlaufen, wenn man mag. Vielleicht hat man noch einen Rondra-Geweihten mit dabei. Und naja, dieses Kaiser Gerbald vor ist besetzt von 25, also einem Halbbanner, ja, ein paar strafversetzte Soldaten, die irgendwann mal geflohen sind. Und am Ende hockt man dann in diesem Vor mit, wenn es gut läuft, 50 Kriegern, Kämpfern, Leuten, die ein Schwert in den Händen halten können. Man darf dann wieder einmal ein bisschen das Fort inspizieren, darf sich so ein bisschen umschauen, man rechnet schon damit, dass es zu einem Angriff kommt, weil wohl laut Gerüchten eine hochelfische Ruine unter diesem Kaiser Gerbald Fort liegt. Ja, und da kann man dann versuchen, diese Ruinen unterirdisch noch zu finden, kann dann in der Kanalisation rumklettern, wenn man da Lust so hat, aber sollte sich dann eher auch darauf konzentrieren, dass die Hoch- oder Nachtelfen hier dann nicht eindringen, damit sie dann in diesem Gerbald vor die Leute alle töten, die sich hier noch aufhalten. Die Helden dürfen dann die verbliebenen Soldaten, ein paar Anführer, davon überzeugen, dass man diesen Kampf schlägt, dass man sich vorbereitet und just wie es denn so ist, kurz bevor der Angriff der Chakagra passiert, stirbt dann auch die Anführerin dieses Forts. Man muss dann aus der Mühe der Not noch einen neuen Anführer heraus wählen und darf da dann auch die richtige Wahl treffen, sonst wird es umso schwerer, wenn man den falschen erwählt. Wenn man nach diesem Buch spielt, dann kommt es zu einem Angriff von roundabout 150 Chakagra und Eisharpien und böse Yetis, die dann gegen 50 gute Yetis und ein paar kaiserliche Soldaten kämpfen. Also 50 insgesamt gegen 150 auf der anderen Seite. Wenn es schlecht läuft, kommen dann auf der gegnerischen Seite aber auch noch 130 Ratten dazu. Ein paar Dämonen, ein paar Skelette, die man dann aus einem Boronanger erhebt und eine Chimäre, wenn man sie nicht getötet hat. Und wenn es besonders schlecht läuft, eben auch noch ein Dämon, der dann in diesen hochelfischen Ruinen haust und der dann von innen angreift. Das ist so diese Krux und die Helden dürfen dann mit 50 Leuten gegen 150 andere Einheiten kämpfen und versuchen, dieses Fort zu verteidigen. Das Problem ist, dass die Chakagra natürlich nicht nur herausragende Bogenschützen sind oder auch Klingentänzer, also beidhändiger Kampf und dann im Nahkampf ziemlich große Stückchen reißen, sondern alle Elfen sind natürlich magisch. Alle Elfen haben einen Endurium-Panzer
Und sie können Dämonen beschwören, sie können Elementarwesen beschwören. Sie sind natürlich dann auch namenlose Priester und können dann namenlose Zweifel herbeirufen. Das heißt, dieser Kampf ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Die Chakagra sind dann auch dabei, in diesem Eis, in diesem Fort, können sie dann auch Brücken erschaffen, um die Verteidigung der Gegner komplett zu ignorieren, können dann mit Dunkelheit kämpfen. Das ist dann so ein bisschen die Essenz von diesem Abenteuer, dass man, wenn man es nach Buch spielt, diesen letzten Kampf überwindet müsste und damit ist das Abenteuer dann zu Ende. Man kann natürlich nicht alle Nachtelfen schlagen, 150, aber man kann sie zurückschlagen und damit ist das Abenteuer zu Ende. Es gibt dann noch einen Ausklang, der noch so ein bisschen verrät, wie es mit den Chakagra weitergeht und was denn so ihre Pläne sind. Das Mittelreich reagiert natürlich auch auf diesen Angriff und schickt dann nochmal auf 50 aufgestockt weitere Soldaten. Das heißt, dass man dann, naja, mit 50 in Anführungsstrichen richtigen Kriegern gegen ja, unbegrenzte oder unbekannte Anzahl an Nachtalben streiten darf. Und damit ist das Abenteuer zu Ende. Es gibt allerdings noch einen sehr großen Anhang. Ja, in dem Anhang wird natürlich nochmal erklärt, was die Nachtalben sind. Es gab natürlich vorne nochmal so eine kleine Hintergrundgeschichte. Hier wird dann nochmal über die Herkunft und die Verbreitung gesprochen, über den Körperbau, über das Aussehen, über die Vermehrung, Sprache und Schrift und wie sie dann zum Namenlosen stehen. Es gibt Regeln zu der Clanstruktur, zu der Rottenstruktur, zu deren Kriegskunst und der allgemeinen Hierarchie, damit der Spielleiter diese Chakagra eben auch ordentlich darstellen kann, wenn es dann zu einer Konfrontation kommt. Natürlich gibt es auch noch einen großen Wertekasten für die Klingensänger, also die Nahkämpfer oder auch die Zauberweber, also die Fernkämpfer, die dann mit Zaubern eher agieren. Und ich muss sagen, die sind unglaublich schlecht. Dafür, dass das Badass-Elfen sein sollen, Meuchler-Assassinen, also 100 Jahre alte Elfen, die sich den ganzen Tag auf den Krieg vorbereiten, um die Menschen zu töten, die im Nahkampf besonders geschult sind, die im Fernkampf besonders gut mit dem Bogen umgehen können, die allesamt zaubern können und viele von ihnen noch einmal namenlose Priester sind. Dafür sind das richtig, richtig schlechte Elfen. Alle haben irgendwie eine Endurium-Plattenrüstung, die sie dann geschmiedet bekommen haben, die ihnen viel Rüstungsschutz bietet, die ihnen wenig Behinderung bietet, die dafür sorgt, dass sie eben innerhalb dieses Schwarzstahls auch noch zaubern können und nicht vom Fluch des Eisens behindert werden. Dafür, dass das so krasse Krieger sein sollen, sind die Werte von denen unglaublich schlecht. Zudem gibt es weiteren Anhang über die Wächter. Auch die sind dann bekannt durch die Filiasson-Sage, wenn man im Himmelsturm rumgeschlichen ist. Es gibt Scherenwächter, Spinnenwächter, irgendwelche peitschende Wächter, also alle Kreaturen, die man da noch irgendwie miteinander verschmolzen hat, könnten dann weiter auftauchen. Auch deren Werte sind ziemlich schlecht. Also wenn man dann mit Attacke 9 und Parade 1 jemanden angreifen möchte, dann mag das wohl sein, dass der nicht allzu oft trifft. Vor allem, wenn der Held eben auch noch parieren kann. Es gibt Regeln zu den neuen Waffen und den neuen Rüstungen. Dabei ist dann besonders, dass die Chakagra besonders wenig Endurium in ihre Schwarzstahlrüstung und Schwerter einarbeiten. Endurium ist natürlich unglaublich selten. Aber unabhängig jetzt von der Mine auf Maraskan, haben sie eben unterirdisch auch noch ein bisschen Endurium, was sie da abbauen, ganz oben im Norden. Und das benutzen sie dann eben, damit sie jeden einzelnen Elfen in diese Rüstung stecken können. Es gibt Regeln zu der Rüstung und damit die Helden eben, nachdem sie 150 Chakagra erschlagen haben, nicht selber in diese Rüstung steigen und eine Armee aus Endurium-Kriegern hervorrufen, gibt es eben auch noch Regeln dazu, was passiert, wenn man diese Rüstung selber anzieht, selber benutzt. Denn dann werden sie vom Namenlosen verflucht und verführt und das ist natürlich besonders schlimm. Zudem kann man die Rüstung auch nicht umspielen auf Menschengröße oder damit man diesen Fluch aus dem Endurium rausarbeitet, kann man einfach dieses Endurium nicht weiterverarbeiten.
Punkt. Das ist einfach so dieser Schutz, damit das Endurium eben nicht nach Süden in Richtung Gareth gespült wird und jetzt jeder mit einer persönlichen Rüstung rumläuft. Es gibt neue Vorteile, neue Nachteile, neue Zaubersprüche, neue Rituale, vor allem die dann eben mit Eis zu tun haben oder mit dem Namenlosen und noch einmal ein paar Handouts mit Karten. Das ist das Buch, das ist das Abenteuer Klingende Nacht. Ja, kommen wir zur Bewertung und das fällt mir nicht leicht. Modularität. Das ganze Ding ist im Norden eingeordnet. Das heißt, man kann es nur irgendwo im Eis und Schnee spielen. Es macht keinen Sinn, dass man es in andere Systeme verfrachtet oder in andere Welten, weil es hier in Aventurien spielen muss und dann eben auch hier oben im Norden, da wo die Chakagra nahe am Himmelsturm sind. Ich gebe daher 1,5 von 4 Punkten. Es wird dann auch noch eine Sandbox vorgestellt mit verschiedenen Reiserouten und Wegen und wie lange man brauchen könnte. Aber um das Abenteuer richtig zu lösen, ist diese Sandbox quasi egal. Man sollte nämlich eigentlich dem Hauptstrang, so wie es hier im Buch steht, folgen. Das heißt, diese Tabelle, die vorne drin ist, ist zwar schön und gut, aber sie zu benutzen, ist für die Helden und für den Spielleiter überhaupt nicht sinnvoll. Wer dem Exodus zum Beispiel nicht folgt, also dann in Richtung Glündhafen aufbricht, sondern sein eigenes Ding durchzieht, der verpasst sehr, sehr viele Informationen und der wird eben auch nicht mitbekommen, dass die Chakagra weiter Dinge angreifen, dass die Chakagra Informationen über eine Chimäre einsammeln. Und naja, man wird einfach sehr, sehr viele Informationen nicht bekommen. Das Abenteuer ist quasi dann an der Stelle vorbei, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Exodus dann nicht zu begleiten als Helden. Dann ist das Ding zu Ende. Der Spielleiter könnte das dann hier nochmal versuchen anzupassen, aber wofür? Also wenn die Helden nicht wollen, dann muss man das Abenteuer auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Spielspaß, ja, also es ist echt viel Kampf. Es ist richtig, richtig viel Kampf und das ist bockschwer. Und ich weiß nicht genau, ob das cool ist, wenn man die ganze Zeit von Meuchler-Assassinen verfolgt wird, die mit Dunkelheit kämpfen, die sich anschleichen, die hinterhältig sind und die eigentlich keine Überlebenden zurücklassen, es sei denn, naja, man braucht halt jemanden, der von den Schrecknissen erzählt. Aber bei 150 Leuten, da macht es eben auch keinen Unterschied, ob dann 6 Helden draufgehen. Und wenn dann der Spielleiter die Helden aus Gnade überleben lässt, dann fühlt sich das einfach nicht richtig an. Sollten sie denn besiegt sein. Es macht auch keinen Sinn, dass man die Fähigkeiten und die Fertigkeiten der Chakagra nicht benutzt und sie dann dumm agieren lässt. Damit macht man es natürlich den Helden einfacher, aber man würde sie halt nicht richtig spielen. Das ist zumindest meine Auffassung. Das heißt, man zieht ein bisschen durch die Wildnis, ein bisschen durch das Eis. Es kommt einem auch ein bisschen trist vor, weil man trotz dessen, dass man dann in verschiedenen Städten rumläuft, aber trotzdem ist es irgendwo immer das Gleiche. Immer ist es kalt, immer ist man im Eis und irgendwann wird einem das, glaube ich, auch sehr, sehr langweilen. Zumindest wurde mir beim Lesen jetzt dieser Eindruck vermittelt. Wenn man nicht gerade rumreist, dann kämpft man. Und zwar gegen bockschwere Gegner. Die Spielleiterschwierigkeit. Wenn man das Buch so nimmt, wie es hier steht, dann ist das nicht so schwer zu leiten. Aber man wird die Charaktere, die Helden umbringen und ihnen überhaupt keine Chance lassen. Das heißt, man muss ein paar Anpassungen bringen. Das ist von dem ersten Abenteuer hin, wo Frisov angegriffen wird, bis hin zur Chimäre, bis hin zu Angriffen aus dem Schatten oder dem Metamorpho-Gletscher-Form ganz am Ende im Finale, um dann die Verteidigung komplett zu sprengen, ist es einfach unfair. Es ist einfach unfair. Vor allem, wenn man dann mit wenigen unausgebildeten Söldnern und Soldaten gegen eine Armee 150 Leute von Meuchler-Assassinen kämpft. Wenn man diese Chakagra richtig ausspielt, dann ziehen sie sich zurück, dann beschwören sie Dämonen, dann sprengen sie den Friedhof, erheben irgendwelche Skelette mit dem Skeletarius oder beschwören da dann irgendwelche Nephasim in die Skelette, dann greifen auch noch die Ratten an, die dann Schadenspunkte verursachen, SP anstatt TP, und dann 130 Stück, die dann angreifen, also die Armee von 150 verdoppelt sich dann fast nochmal. Zudem greifen die Chakagra dann aus Kanalisationsrohren an, wo 140 Jahre lang Menschen reingeschissen haben. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Was unglaublich stinken muss. Und da klettern die dann durch, um dann die
um das Fort von innen zu infiltrieren, zudem, dass sie sowieso die Gletschermauern dann so bauen können, dass sie da als Brücke rüberkommen, was dann die Belagerung aufhebt. Der Spielleiter muss hier Anpassungen machen und deswegen ist die Schwierigkeit eben nicht 4, sondern nur 2 von 4 Punkten. Es ist schwer zu leiten, man muss an der richtigen Stelle dosieren, sonst bringt man einfach die Spieler um. Das ist in meinen Augen elementar wichtig, dass man hier am Rädchen noch ein bisschen nach unten dreht und nicht ganz so krass schwere Geschütze auffährt. Bonuspunkte. Hier könnte jetzt das Setting richtig gut noch Punkte rausholen. Aber die Karten, die mit dabei waren, einige sind ziemlich gut, andere wirken aber auch sehr öde. Sie wirken so, als alles sieht sehr gleich aus, muss ich sagen, bei den Karten. Und dann stimmt mal wieder die Legende nicht. Es gibt beispielsweise einen Zauber, der das Wasser um 25 Schritt verdrängt, beziehungsweise um 50 Schritt. Und naja, dann erwarte ich eben auch, dass alles Wasser 25 Schritt verdrängt wird. Aber das geht halt nur in eine Richtung, obwohl wir 3 Dimensionen haben. Wenn ich also mit 3 Dimensionen arbeite, dann soll dieses Wasser eben auch in einem Halbkreis, so wie es hier drinne steht, um 25 Schritt verdrängt werden. Das ist hier nicht geschehen, obwohl es im Zauber so drin steht. Dann ist das Finale viel zu brutal. Das habe ich jetzt ja schon im Spielspaß und der NSL-Schwierigkeit angesprochen, aber auch das ist einfach ein Abzug in den Bonuspunkten. Es ist viel zu viel Kampf. Das Setting kann aber noch 2 Bonuspunkte rausholen, weil ich mag, dass Fanta wieder auftaucht, dass Abdul aufgegriffen wird, selbst auch wenn er nicht auftaucht, aber es wird von ihm gesprochen. Es wird von Zurbaran gesprochen. Ich finde das gut, dass man sich seinen Wurzeln wieder erinnert und dass man die dann hier aufgreift. Und man kann es sehr Lovecraft aufziehen. Das heißt, es ist ein, alles ist dunkel, Vulkanasche liegt in der Luft, es ist schneeiges Gebiet, man kann nicht wirklich viel sehen, man weiß nicht, wem man vertrauen kann, die Schatten belügen einen. Das kann man in einer Hafenstadt sehr, sehr Lovecraft, sehr Cthulhuid aufziehen. Und hier sind dann noch die großen Stärken dieses Settings. Das hätte man alles nochmal anders machen können. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal so etwas wie ein Tutorial-Video aufnehme, um mal an den richtigen Stellen die Schräubchen zu modifizieren. Wenn euch das interessieren sollte, wie man dieses Abenteuer dann anpasst, dann schreibt mir gerne, eventuell werde ich sowas bauen. Ich werde das Abenteuer dann Stück für Stück mit euch durchgehen und dann nochmal erzählen, wo das Abenteuer zu schwer ist, wo man dann eben nochmal glänzen könnte. Das sind jetzt nicht unbedingt viele Punkte, die das Abenteuer von mir bekommen hat. Aber es ist kein schlechtes. Auch wenn es nicht viele Punkte bekommen hat, ist es kein schlechtes Abenteuer. Ich empfehle, dass man es spielt, wenn man eben Bock auf Eis hat. Da muss der Spielleiter und auch die Charaktere, die Helden, müssen da richtig Bock zu haben. Wenn man aber sowas machen möchte und wenn man auch diesen hochelfischen Kram noch kennenlernen möchte, wenn man mit irgendwelchen Artefakten hantieren möchte, die dann als Himmelslichter die Charaktere miteinander verbinden und dann in Kombination noch stärker werden, wenn man Lust auf sowas hat, dann soll man das spielen. Also wie gesagt, es ist echt nicht schlecht. Man kann da wirklich viel draus machen. Und deswegen bin ich auch gewillt, hier sowas wie ein Tutorial nochmal rauszuhauen als zusätzliches Video. Es ist kein Verriss dieses Abenteuers. Das muss ich nochmal klarstellen. Aber mit diesen Punkten muss ich das Abenteuer entlassen. So leid es mir tut, da muss man noch dran arbeiten. Der Ansatz hat mir gefallen. Die Ausführung war nicht so der Knüller. Trotzdem eine Empfehlung. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.